Wunder dich schlau, der Podcast für alle Kinder, die es wissen wollen, vom Universum Bremen. Hallihallo, willkommen zu Wunder dich schlau, dem Podcast für alle Neugierigen vom Universum Bremen. Ich bin wie immer Peer und bei mir ist Hauke Krebs. Hallo Hauke. Hallo Peer, schön, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich auch sehr. Hauke, du bist zum ersten Mal der Gesprächspartner hier bei uns. Ich erkläre ganz kurz, wie wir das hier handhaben. Wir haben in diesem Podcast immer Wunder, die uns von Menschen geschickt werden, die nach Wissen dürsten. Und das heutige Wunder, das hören wir uns einmal an. Hallo, ich bin Peer. Ich wundere mich, dass Deiche brechen können. Das ist ja über den Jahreswechsel herum in einigen Gebieten Deutschlands passiert und auch in Bremen und Umgebung bestand ja die Gefahr. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ja, das Wunder habe ich natürlich an wunder@universum-bremen.de geschickt. Das kann jede und jeder auch machen. Auch du, du Zuhörerin oder Zuhörer. Hauke, du scheinst mir ein idealer Gesprächspartner für dieses Thema zu sein, denn du bist Leiter der Stabsstelle Deichbau Stadtstrecke bei der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft der Freien Hansestadt Bremen. Stimmt das? Das ist völlig richtig und diesen wahnsinnig langen Namen hast du auch ganz richtig zusammengebracht. Respekt. Ich habe ihn nicht auswendig gelernt, auch wenn das so klingt. Ich habe ihn abgelesen. Hauke, was ist denn eine Stabsstelle? Also eine Stabsstelle kennzeichnet sich eigentlich dadurch, dass sie an einer bestimmten Position angegliedert ist. Die Stabsstelle hat eine übergreifende, zusammenfassende Funktion und macht deswegen in diesem Falle zum Beispiel etwas mehr als nur Deichbau, auch wenn der Name danach klingt. Also es ist keine eigene Behörde? Genau, es ist keine eigene Behörde, sondern ein Teil dieses Ministeriums, dieser senatorischen Dienststelle, wie es in Bremen heißt, die du eben genannt hast, die mit dem langen Namen. Und was hat es mit dieser Stadtstrecke auf sich? Was ist damit gemeint? Das bezeichnet einen speziellen Abschnitt eines Deiches in Bremen. Bremen hat insgesamt über 100 Kilometer weit, über 100 Kilometer Deiche. Und dieser Abschnitt, die sogenannte Stadtstrecke, liegt mitten in der Stadt, ganz zentral, auf der linken Weseruferseite. Viele von euch kennen vielleicht das große Becks-Gebäude. In dem Bereich bis rüber zum Werdersee erstreckt sich diese Stadtstrecke. Und wie viele Kilometer von den 100 Kilometern sind das? Das sind eigentlich nur 3 Kilometer, klingt gar nicht so lang, aber für eine einzelne Deichbaumaßnahmen ist es ganz schön viel, weil da natürlich sehr viele Details und Einzelaufgaben geplant und gebaut werden müssen. Und wie bist du Leiter dieser Stabsstelle geworden? Also hast du schon immer gerne gebuddelt und gebaut? Kann man so sagen. Aber der Hintergrund ist noch ein bisschen anders. Ich komme eigentlich selber von einer Nordseeinsel und habe schon immer ein besonderes Verhältnis zum Meer und zur Küste gehabt. Und auf dieser Basis habe ich dann Bauingenieurwesen studiert und innerhalb des Bauingenieurwesens kann man sich eben auch mit dem Thema Wasserbau und Küstenschutz beschäftigen. Und das habe ich getan, da habe ich total viel Spaß dran gehabt, habe das auch schon viele, viele Jahre in einem Ingenieurbüro getan, bin auch ein bisschen in der Welt herumgereist, habe verschiedenen Ländern dieser Welt Häfen, aber auch Wasserbauanlagen und auch Deiche gebaut und bin schließlich dann vor 4 Jahren in diese Stelle gekommen bei der Senatorin mit dem langen Namen und dort mache ich jetzt diese Stadtstrecke und mache den Hochwasserschutz für die Menschen in der Neustadt. Das sind immerhin insgesamt über 100.000 Menschen, die im Schutz dieser Deichanlage dann leben. Wie baut man denn so einen Deich? Also ein Deich wird vor allem mit der Hilfe von Baggern gebaut. Das sehen bestimmt total viele sehr gerne. Da schaut man gerne mal zu. Und daran kann man auch schon sehen, woraus ein Deich eigentlich ist. Nämlich in der Regel aus Sand oder Boden. Und dabei werden ganz unterschiedliche Bodenarten verwendet für so einen Deich. Ein Deich sieht ja erstmal ganz einfach aus, so ein Hügel in der Landschaft mit ein bisschen Gras obendrauf. In einem Deich steckt aber sehr viel mehr Überlegung, als man
vielleicht von außen so sehen kann. Das heißt, man schüttet nicht einfach Sand auf und lässt da ein bisschen Gras drauf wachsen? Genau. Also der Deich in seinem Inneren hat einen ganz, ganz speziellen Aufbau aus verschiedenen Bodenarten. Ganz im Kern, in der Mitte, ist normalerweise Sand. Der ist in großer Menge vorhanden und der bildet sozusagen den inneren Aufbau des Deiches. Und dann gibt es verschiedene Bereiche in einem Deich, insbesondere in Deichen, die an Flüssen sind, die aus unterschiedlichen Bodenarten gemacht sind, die das Wasser unterschiedlich schnell ableiten können. Und ganz obendrauf auf dem Deich, seine Haut, wird gebildet dann normalerweise aus, wir nennen das Klei, ihr würdet das vielleicht Lehm nennen. Dieser Klei ist so ein ganz schmieriger, dichter, bindiger Boden, sagen wir. Der lässt sehr wenig Wasser durch, aber er lässt noch Wasser durch. Und ganz oben drauf, die letzte Haut ganz oben, das ist dann die sogenannte Grasnarbe, also das Gras, was wir kennen vom grünen Deich. Das kommt also ganz oben drauf. Und so ungefähr baut man Deiche schon immer? Also Deiche haben immer so eine Form und sehen immer so aus und waren immer bewachsen? Im Prinzip schon, aber die Deiche haben sich natürlich über die Jahrhunderte durch die Forschung, aber auch durch Erfahrungswerte, die man gewonnen hat bei Sturmfluten oder Hochwasserereignissen, immer wieder verändert. Es gibt den Unterschied zwischen Flussdeichen und Seedeichen. Mhm. Seedeiche sind an der Küste, dort wo Ebbe und Flut sind. Flussdeiche sind die an den Flüssen, wie der Name sagt. Mhm. Ich mache das Beispiel mal für den Seedeich. Früher hat man, damit man nicht ganz so viel Material aufschütten musste, war ja alles Handarbeit, schwere Handarbeit, hat man die Deiche sehr steil gemacht, also mit sehr steilen Böschungen. Ne? Du hättest da drauf Skifahren können, wenn den Schnee gelegen hätte. Und heute macht man die Deiche aber mit viel, viel flacheren Böschungen. Das hat damit zu tun, dass die wesentliche Belastung, was die der Deich vertragen können muss, der Wellenschlag ist. Mhm. Und damit die Wellen nicht ganz so hoch auf den Deich auflaufen und nicht mit ganz großer Kraft die vielleicht sogar die Oberfläche des Deiches zerstören, macht man den Deich heute viel, viel flacher. Das kann man in der Landschaft oft sehen mit ganz flachen Böschungen, die zur Wasserseite gehen, dort wo die Wellen aufschlagen, aber zur Innenseite sind die Deiche dann heute etwas steiler noch. Und das hat sich aber über die Jahrhunderte erst so entwickelt. Diese Erkenntnis musste man eigentlich erst insbesondere aus Erfahrungen gewinnen. Eigentlich ist doch die gesamte Nordseeküste verdeicht, oder? Wenn man das so sagen kann. Gibt es das Verb? Du weißt, was ich meine. Eingedeicht, würden wir sagen. Eingedeicht wäre der richtige Begriff. Den gibt es tatsächlich. Ja, das ist richtig. Die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf, aber ich glaube, zum Beispiel an der niedersächsischen Nordseeküste haben wir ungefähr 500 Kilometer Deich. Und das ist auch wirklich dringend notwendig, denn viele Bereiche von Ostfriesland zum Beispiel, aber auch der Wesermarsch, also von Bremen bis Emden gesehen, liegen eigentlich unter dem Meeresspiegel. Und das kennen wir ja von Holland auch. In Holland, unserem Nachbarland, ist, glaube ich, 3/4 des Landes unter dem geringfügig unter dem Meeresspiegel. Deswegen brauchen wir die Deiche, die uns vor dem Eindringen des Wassers schützen. Aber interessant ist auch, dass auch die Nordseeinseln eigentlich zum Küstenschutz beitragen, weil sie schon die Kraft der Wellen, die aus der Nordsee hereinrollen, brechen und damit dann auch die Deiche vor zu großen Wellen schützen. Und damit, das ist vielleicht auch ein interessantes Detail, auch für alle, die gerne an der Nordseeküste oder auf einer Insel Urlaub machen, sind eben auch die Dünen, die dort auf den Inseln sind, eigentlich ein Bestandteil des Küstenschutzes. Und insofern muss man sie auch schützen. Vielleicht habt ihr oft schon die Schilder gesehen, Dünen betreten, verboten. Das hat tatsächlich damit zu tun, dass man sagt, diese Dünen, die auf den Inseln sind, sind Bestandteil des Küstenschutzes. Und die Dünen, die sind ja natürlich, oder? Die hat niemand aufgeschüttet. Die entstehen durch Wind und Wetter. Dünen entstehen eigentlich durch Wind und Wetter, aber auch da hilft der Mensch heute ja schon nach. Also es gibt auf einzelnen Inseln bereits künstlich aufgeschüttete Dünen.
auf der Insel Langeoog zum Beispiel. Oder es gibt auch einige Inseln, die mittlerweile so stark von den Wellen angegriffen werden, dass sie auch im Bereich der Dünen schon feste Ufermauern bauen müssen. Also auch solche Sachen sind teilweise schon notwendig, weil wir ja den Dünenauf- und Abbau nicht mehr nur der Natur überlassen können. Alleine aus dem Grunde, wir leben direkt dahinter. Und unsere Häuser mal eben zu verlegen, weil die Dünen zum Beispiel sich anders umlagern in einem natürlichen Prozess, das funktioniert ja leider nicht mehr. Diese Deiche, die sehen, ob nun am Fluss oder am Meer, die sehen ja so, die sehen so groß und so stabil aus. Wie kommt es dann, dass sie trotzdem brechen können, so wie jetzt über den Jahreswechsel, auch in Norddeutschland? Ja, das ist eine sehr gute Frage, zumal ja die meisten Deiche, die, wenn sie denn brechen, wirklich brechen tun die ganz selten, aber wir würden als Ingenieurinnen und Ingenieure sagen, sie versagen. Der Deich wird ja gar nicht überströmt, er versagt gar nicht, er geht nicht kaputt, weil das Wasser da drüber läuft, in den meisten Fällen. Und das hängt damit zusammen, dass die Deiche, wie ich vorhin erklärt habe, eben aus unterschiedlichem Erdmaterial zusammengesetzt sind. Und wenn gerade bei solchen Flusshochwasserereignissen, wie wir sie jetzt auch hier in Norddeutschland erlebt haben, das Wasser sehr, sehr lange auf die Deiche draufdrückt, also sehr lange an diesem Deich steht, wie wir sagen, dann sickert natürlich ganz, ganz langsam das Wasser durch diesen Deich durch. Und das ist erstmal nicht schlimm. Ich hatte das vorhin ja gesagt, man macht den Deich aus unterschiedlichen Materialien. Damit kann man kontrollieren, wo der Deich, wo das Wasser durch den Deich sickert und kann, wenn es auf der Innenseite ankommt, kann man das Wasser einfach in einem Graben abfangen und zur Seite wegpumpen. Also das wäre ein normaler Deich. Und der dürfte dann eigentlich auch nicht versagen, wenn das Hochwasser so lange da steht. Nun ist es aber so, dass die Deiche natürlich auch aufgrund ihrer großen Länge nicht an allen Stellen immer vollständig und komplett gut überwacht sind, dass also da manchmal auch ein Einbau drin ist oder ist ein Zaun da reingesetzt oder es steht ein Baum oder ein Gebüsch auf einem Deich. Und an solchen Stellen kann es dann zu einer stärkeren Durchsickerung des Deiches kommen. Und dadurch gelangt dann eigentlich eine größere Menge auf die Innenseite des Deiches, als man eigentlich haben möchte. Und das sind Situationen, die nicht immer so einfach zu beherrschen sind. Das heißt, das Wort Deichbruch beschreibt eigentlich gar nicht, dass der tatsächlich ein Deich durchbricht. Doch, es beschreibt schon tatsächlich den Deichbruch, wenn es durchbricht. Nur es gibt eben auch andere Effekte sozusagen. Ne? Also wenn jetzt oft in den Medien von Deichbruch die Rede ist, dann war das vielleicht gar kein Deichbruch. Es ist nur für alle, auch für dich und für alle, irgendwie einfacher verständlich, ne? Weil wir uns dann nicht immer in unserer Fachsprache sozusagen äußern. Wenn wir dann erklären, ja, er ist durchsickert, aufgeweicht oder sowas, dann ist es manchmal schwerer zu verstehen als einfach das Wort Deichbruch. Wenn denn schon auf der Innenseite das Wasser steht, dann denken auch alle, es sei ein Deichbruch. Und die Deiche sind tatsächlich so gebaut, dass gezielt Wasser dadurch fließen kann. Kann man das nicht einfach alles im Fluss lassen? Wir würden das gerne im Fluss lassen, aber der Boden und der Klei sind nun mal die günstigsten und besten Baustoffe für einen Deich. Und dass dann das Wasser da durchsickert, das haben wir ja eigentlich gut kontrolliert im Griff. Die Alternative zu einem Erddeich wäre ja immer zum Beispiel ein Betonbauwerk oder ein Bauwerk aus Stahl, ne? Stahlspundwand zum Beispiel. Und diese Bauwerke sind natürlich teurer. Und sie sind natürlich sie haben eine begrenzte Lebensdauer. Ein Erddeich kann theoretisch unendlich alt werden, weil er nicht altert. Aber ein Baustoff wie Beton oder Stahl hat eine begrenzte Lebensdauer. Er rostet zum Beispiel, oder auch bei Beton sieht man das manchmal, ne? Nach vielen, vielen Jahren fängt er an, abzublättern, aufzuplatzen, solche Dinge. Und insofern ist für jeden, der einen Deich bauen will, natürlich die erste Wahl, das erstmal aus dem Erdbaustoff
zu bauen. Und wenn der Deich in einem einwandfreien Zustand ist, dann erfüllt er seine Aufgabe auch ganz hervorragend. Ganz hervorragend haben wir auch unsere Aufgabe erfüllt. Hauke, vielen, vielen Dank für die Einführung in die Welt der Deiche. Ja, vielen Dank. Das hat mir Spaß gemacht. Fand ich spannende Fragen. Das Kompliment gebe ich zurück. Es waren auch sehr spannende Antworten. So, das war Teil 1 unserer Doppelfolge mit Hauke Krebs, aber auch im zweiten Teil werden wir über Deiche reden. Wir werden aber auch darüber reden, wie entsteht eigentlich Hochwasser und wie bereiten wir die Deiche auf die Herausforderungen der nahen Zukunft vor. Bis dann! Hör nie auf, dich zu wundern. Dein Universum Bremen. Worüber wundert ihr euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an, Achtung mitschreiben, wunder@universum-bremen.de.